Hühnchen. Hallo Pocoyo. Hallo Pato. Hallo. Ihr wollt wohl heute ein Picknick machen. Elli. Ah, verstehe. Eine wunderbare Idee. Elli mag Picknicken mehr als alles andere. Oh nein. Elli sieht so, anders aus. Ja, Elli, du siehst so, etwas ist heute anders als sonst. Kann vielleicht einer von euch Elli sagen, weshalb sie heute so anders aussieht? Elli hat Hühnchen! Mach dir keine Sorgen. Du scheinst dich mit Elefantenpünktchen angesteckt zu haben. Das ist aber gar nicht schlimm. Pocoyo, Pato, ihr müsst nicht vor Elli davonlaufen. Diese Elefantenpünktchen sind nichts, wovor man Angst haben müsste. Elli wird es gleich viel besser gehen, wenn sie sich ins Bett legt. Das ist alles. Ah, Pocoyo, du hast eine Idee? Ach, wunderbar. Sieh mal, Elli. Wenn du etwas brauchst, musst du nur mit dem Glöckchen klingeln. Schon kommen Pato und Pocoyo und helfen dir. Also dann, jetzt könnt ihr zwei ja euer Picknick machen. Habt ihr das gehört? Das klingt, als ob Elli Hilfe braucht. Ich würde sagen, Elli hat Durst. Ah ja, so ist es gut. Jetzt könnt ihr ja wieder Picknick machen. Oh, schon wieder? Was fehlt dir denn diesmal? Aha, sie möchte einen Vanillemilchshake. Mit Karamell- und Erdbeereiscreme und einem kleinen Papierschirmchen. In Ordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht Elli jetzt eine Gießkanne, ein Skateboard, ein Radio, ein Telefon und noch eine Menge anderer Sachen. Hey, Elli! Dir geht es ja schon wieder besser. Kann vielleicht einer von euch, Elli, sagen, woran wir erkennen, dass es ihr besser geht? Die Pünktchen!
Pünktchen sind weg? Ganz richtig. Die Pünktchen sind weg. Keine Pünktchen mehr. Ich glaube, Sie sind müde, Elli. Sie sind den ganzen Tag hin und her gelaufen, um dir zu helfen. Hey, wo geht Elli denn jetzt hin? Na, das sieht doch ganz so aus, als ob unsere Freunde doch noch zu ihrem Picknick kommen. Ich freue mich ja so, dass Elli mit dabei ist. Ihr doch auch, oder? Bravo, Elli! Gut gemacht, Pato und Pocoyo. Es lebe das Picknick! Macht's gut! Bis bald! Schluck auf! Ah, da sind ja Pocoyo und seine Freunde. Sie bauen gemeinsam einen Turm. Hallo, Pocoyo! Hallo Elli. Hallo Pato. Gut reagiert, Elli. Bei diesem Turmbau arbeiten alle drei richtig schön zusammen. Oh, was ist mit Pato los, Pocoyo? Was macht er für lustige Geräusche? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo und den anderen sagen, was mit Pato los ist? Schluck auf! Pato hat einen Schluck auf. Das ist richtig. Pato hat einen Schluck auf. Schluck auf! Mach dir keine Sorgen, Pato. So ein Schluckauf ist gar nicht schlimm. Aber er ist ganz schön lästig. Möchtest du deinen Schluckauf loswerden, Pato? Wir sollten gemeinsam überlegen, wie können wir Pato helfen, seinen Schluckauf loszuwerden? Ah, das hört sich an, als ob Elli eine Idee hätte. Oh, was macht Elli denn da? Elli meint, Pato soll einfach die Luft anhalten. Gute Idee, Elli. Möchtest du es versuchen, Pato? Na dann, Pato. Tief Luft holen und anhalten. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht, Pato. Das hilft bestimmt. Oh je, und das schien so eine gute Idee zu sein. Ah, jetzt hast du eine Idee, Pocoyo. Was macht Pocoyo denn da? Ah, verstehe. Du glaubst, Pato wird seinen Schluck auf los, wenn er auf dem Kopf steht. Na, was denkst du, Pato? Willst du es versuchen? Also, ich würde sagen, diesmal hat es geklappt. Oh nein, auch das schien eine so gute Idee zu sein, Pocoyo. Was denn jetzt, Elli? Denkst du, auf einem Bein zu hüpfen vertreibt den Schluck auf? Was meinst du, Pato? Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht sollten alle gemeinsam mit Pato auf einem Bein hüpfen. Nun gut, einen Versuch war es wert.
Was macht Pocoyo denn jetzt? Also, er hält die Luft an, steht auf dem Kopf und hüpft auf einem Bein. Und das alles zugleich. Was hältst du davon, Pato? Psst, Pocoyo. Komm mal her. Mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen, wie Pato seinen Schluckauf loswerden kann. Aber das ist eine Überraschung und Pato darf nichts davon wissen. Man kann jemanden von seinem Schluckauf befreien, indem man ihn erschreckt. Nicht ganz doll, nur ein bisschen. Man stellt sich hinter ihn und macht... Nein, 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 doch nicht so. Kommt noch mal her. Pato darf doch nicht wissen, dass ihr ihn erschrecken wollt. Das muss ganz überraschend sein. Ah, verstecken. Das ist ein guter Einfall, Pocoyo. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Aber ich habe noch eine Idee. Wollt ihr nicht Ellie und Pocoyo helfen? Ihr könnt alle zusammen Buh rufen. Fertig? Bei drei. Eins, zwei, drei. Oh, unser Buh hat ihn nicht erschreckt. Aber jetzt kippt der Turm um. Achtung, hinter dir, Pato, pass auf. Kein Schluck auf. Es hat geklappt. Diese Überraschung kam ganz plötzlich und hat Patos Schluckauf vertrieben. Danke an alle, die mitgemacht haben. Toll, Pato. Tschüss, Schluckauf. Macht's gut. Oh nein, jetzt hab ich ihn auch. Oh, bis bald. Schlafwächter. Hallo, Schlummerpieps. Wie? Du willst ein kleines Nickerchen machen? Pocoyo, du machst zu viel Lärm. Entschuldigung. Pocoyo, bei diesem Lärm kann Schlummerpieps ihren Mittagsschlaf nicht halten. Es tut mir leid. What? Psst. Psst. Gute Idee. Pocoyo verspricht ab jetzt keinen Lärm mehr zu machen. Er wird ab jetzt dein Schlafwächter sein. Was ist das? Es sind Nina und Roberto. Sie spielen Fangen. Sie toben ganz schön wild rum. Ich nehme an, Fangen spielen ist halt laut, Pocoyo. Was können Sie sonst spielen, was ruhig ist? Ein Buch lesen, das ist viel ruhiger. Pocoyo,
das mag zwar Lärm machen, aber Elli muss ihren Stepptanz üben. Welch eine großartige Idee, Pocoyo. Oh, Entschuldigung. Von jetzt an werde ich nur noch flüstern. Versuch's jetzt, Pato. Durch? Ich höre nichts, Pocoyo. Ich höre gar nichts. Was nun? Es scheint, dass du alle Geräusche der Welt ausgeschaltet hast. Lass uns nach Schlummerpieps schauen. Schläft tief und fest. Gut gemacht, Pocoyo. Pocoyo? Ah, träume süß, du hast es verdient. Tschüss euch allen. Der große Nisa. Ah, seht mal, Pocoyo, Pato und Elli bauen einen Turm. Sie stapeln die Bausteine zu einem Turm und sie wechseln sich dabei ab. Hallo alle zusammen. Hallo. Gleich kippt alles um. Das ging ja noch mal gut. Gut gemacht, Pocoyo. Jetzt ist Pato dran. Pocoyo war schon dran. Pato war dran. Wer ist denn wohl jetzt an der Reihe? Was denkt ihr? Wisst ihr, wer jetzt dran ist? Elli! Elli ist dran. Oh wei, das war ja ein ordentlicher Nieser war das, was? Genau, das ist gut. Lasst uns den Turm einfach wieder aufbauen. Mm-hmm.
gemacht, Pato. Und jetzt ist Elli an der Reihe. Elli? Oje, sie muss schon wieder niesen. Oh nein, nein, nein. Also gut, versuchen wir es noch einmal. Na los, Pato? Nur sein. Kannst du ihn jetzt sehen, Pocoyo? Pato! Du hast ihn gefunden. Bravo, Pocoyo. Versuchen wir es noch einmal. Na los, Pato. Pato! Oh je, armer Pato. Ist ihm etwas passiert? Oh, Pato, es gibt keinen Grund, so herumzuquaken. Aber Pato, Elli hat doch nicht mit Absicht geniest. Menschen und Elefanten wie Elli können das Niesen nicht aufhalten. Es passiert einfach. Ich glaube, Pocoyo möchte Elli helfen. Das ist sehr nett von dir, Pocoyo. Ich glaube, Elli fühlt sich nicht so gut. Wahrscheinlich will sie gar nicht mehr spielen. Mal scharf nachdenken. Wo gehört Elli hin, wenn es ihr nicht so gut geht? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen? Wo sollte Elli hingehen, damit es ihr besser geht? Ins Bett gehen. Ja, Elli sollte schnell ins Bett gehen. Ein bisschen Ruhe ist sehr gut bei einer Erkältung. Ja, vielleicht geht es Elli wieder besser, wenn sie ein bisschen schläft. Ja. Und jetzt könnt ihr den Turm ganz hoch bauen, ohne dass ihn ein Nieser kaputt macht. Oje, Pato hat sich bei Elli angesteckt. Jetzt muss er auch ins Bett. Na denn, macht's gut. Bis bald. Pocoyo hat ein Problemchen, hat am Bein ein Wehwehchen. Doch da kommt jemand, der ihn heilt. Keine Sorge, Elli Krankenschwester ist schon da. Schnabel, ein Aua, sein Schnabel, der tut ihm.
Oh, Schlummerpieps. Telefon. Schlummerpieps. Vielleicht wacht Schlummerpieps auf, wenn wir alle zusammenrufen. Wach auf, Schlummerpieps. Fertig? Wach auf, Schlummerpieps. Aufwachen. Das Telefon. Du musst weg. Verstehe. Aber sicher findest du jemanden, der auf Babypieps aufpasst. Nun, frag schon. Nein, du. Pato, aufholen. Schlummerpieps möchte wissen, ob einer von euch ein wenig auf Babypieps aufpassen kann. Nein? Wie wäre es, wenn der, der auf Babypieps aufpasst, nicht aufräumen müsste? Wie war das, Pato? Du sagst, dass du auf Babypieps aufpassen willst? Wunderbar! Das bedeutet, du räumst hier auf, Pocoyo, richtig? Hallo, Babypieps. Hast du schön geschlafen? Deine Mama ist nicht hier, Babypieps. Sie ist nur mal kurz weggegangen. Na, Babypieps! Sieh nur, da ist deine Freundin, kleine Raupe. Wenn kleine Raupe da ist, bist du fröhlich. Hm? Nun, das hört sich doch gut an. Oh je. Sie machen dir alles nach, Pato. Ah, Essenszeit. Wie? Das ist nicht das, was du sonst von deiner Mami bekommst? Kuchen? Wenn dir Pato jetzt Kuchen gibt, hörst du dann auf zu schreien und gehst ins Bett? Oh je, Pato. Es scheint, als ob kleine Raupe mal muss. Na los, Tempo, Tempo, beeil dich. Oh nein. Und endlich Schlafenszeit. Wie? Deine Mama macht mit dir immer erst einen Mondspaziergang? Ach, aber du versprichst, dass du dann sofort ins Bett gehst, ja? Und nun ins Bett. Pato braucht wirklich dringend Hilfe, Pocoyo. Halt, steh bleib, kleine Raupe. Nein, Pato. Kleine Kinder aufzupassen ist wirklich Schwerstarbeit. Ich kenne das. Aber wie wäre es denn, wenn ihr zwei euch zusammentut? Was meint ihr? Sollten Pato und Pocoyo zusammen aufpassen? Ja, ja, sie sollen zusammenarbeiten. Ja!
Baby Pieps möchte wissen, was ihr da macht, Pocoyo. Wir schlafen. Aha. Patto und Pocoyo sind müde und wollen sich in eure Betten legen. Dürfen sie das? Nein. Ihr wollt, dass Patto und Pocoyo in ihre eigenen Betten gehen? Nun denn, in Ordnung. Ihr zwei habt das wirklich großartig gemacht. Schlummerpieps fragt, ob ihr jetzt jeden Tag auf Babypieps... Was meint ihr? Sollen die beiden jeden Tag auf Babypieps aufpassen? Ja! Ja, sie sollten das jeden Tag machen. Bravo, Patto und Pocoyo. Zusammen geht alles viel besser. Macht's gut, bis bald. Na, wen haben wir denn da? Das sieht doch aus, als wären das unsere Freunde Baby Pieps, Patto und Pocoyo. Hallo. Hallo. Das müssen wir uns mal näher ansehen. Sie scheinen großen Spaß zu haben. Seid schön vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass jemandem irgendetwas passiert. Oh, wie? Patto, was machst du da oben? Wie bist du? Du bist verkehrt herum sozusagen. Kopfüber. Ich weiß, das ist ziemlich seltsam. Patto? Pocoyo. Patto ist, er ist hier, aber nicht da, wo du ihn erwartest. Er ist irgendwie über dir. Er sitzt da fest. Du glaubst mir nicht, stimmt's? Kann mir vielleicht einer von euch helfen? Könnt ihr Pocoyo sagen, wo Patto ist? Er ist da oben. Er ist verkehrt herum. Siehst du, was ich meine? Patto! Patto! Was machen wir jetzt bloß? Spring, Patto, spring! Warte, ich weiß was. Vielleicht kann Ellie uns helfen. Sie ist doch so groß. Sie könnte Patto mit ihrem Rüssel greifen und ihn wieder zu uns herunterbringen. Schnell, Pocoyo, geh und bring Ellie her. Nicht aufregen, Patto. Ellie, wir brauchen deine Hilfe. Es ist ziemlich schwer zu erklären. Vielleicht kommst du mit und ziehst es dir selbst an. Tja, genau das wollte Pocoyo dir erzählen. Du willst hochspringen? Fertig, Patto. Fertig, Ellie. Dann zählen wir jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Oh je. Das hat nicht so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Was macht Ellie denn nun? Verstehe. Oh, Patto, warte. Sie will doch nur... Nein, du hast das Falsche. Nein, ich denke, Ellie hat eine Idee. Na los, Patto. Fertig, Patto. Spring! Oje. Wie es aussieht, hat das wieder nicht geklappt. Ja, genau. Patto kann doch fliegen. Weiter, weiter, Patto. Oh nein. Ach du armer Patto, du. Vielleicht sollten wir Patto ein bisschen aufheitern, Pocoyo. Und was denkt ihr? Ist das eine gute Idee? Ja, heitert ihn auf. Aufheitern. Na, 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 Patto. Nicht weinen. Patto, sieh nur. Pocoyo hat deine Lieblingsblumen. Und
deine Gießkanne gebracht. Geht es dir besser, Pato? Elli hat dir etwas zu trinken gebracht. In deinem blauen Lieblingsbecher. Und seht doch nur, wie aufmerksam. Ach, Pato, wie gut, dass du so tolle Freunde hast. Kokoyo, was hast du mit dem Wecker vor? Ah, verstehe. Ihr habt miteinander gespielt und nun ist es Zeit für eine Pause. Pato, sieh dir das an. Du bist wieder runtergekommen. Na, worauf wartet ihr denn noch? Heute habt ihr Pato wirklich gezeigt, wie viel euch an ihm liegt. Ganz toll, Pocoyo. Ihr seid wunderbare Freunde. Macht's gut. Bis bald. Nicht ohne meinen Hut. Ah, seht mal, hier kommt Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hui. Hui. Au wei, ist alles in Ordnung, Pocoyo? Weiß vielleicht einer von euch, wer da alles durcheinander bläst? Der Wind! Das ist der Wind! Ganz genau, das ist der Wind. Ach, seht mal, hier kommt auch Pato. Ah. Hallo, Pato. Hoppla. Oh nein, der Wind hat deinen Hut gemopst. Pato, was hast du? Pato, bitte, ich will dir doch helfen. Aber wie kann ich das, wenn du mir nicht sagst, was los ist? Wie war das, Pato? Du meinst, dein Kopf sieht komisch aus, so ganz ohne Hut? Also, Pato... Pato, Pato! 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 Pato, Pato! Pato! Spielen! Pato! Nun, ich muss sagen, das ist ein ziemlich fescher Vogelnesthut. Und jetzt gehst du spielen? Oh je. Pato, Pato. 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 Pato, wieso versteckst du dich vor Pocoyo? Ach, du hast Angst, dass er über deinen kahlen Kopf lacht. Spielen. Ja, das
ist das Problem mit Wolkenhüten. Sie fliegen einfach weg. Pato, bist du dir wirklich sicher, dass du einen Blumentopf aufsetzen möchtest? Das passt auch nicht zu dir. Oh nein, dieser ganz bestimmt nicht. Ein bisschen zu heftig. Das sieht aus wie... Pato macht sich ja nur lächerlich. Kommt, wir rufen alle zusammen. Hör auf, Pato, bitte aufhören. Hör auf, Pato, aufhören. Nun, hier würde ich sagen, das ginge als Hut. Aber wirklich, Pato, du siehst auch ohne Hut richtig gut aus. Oh nein. Ach, der arme Pato. Er ist wirklich ganz verzweifelt. Pocoyo, Pato fürchtet, dass du über seinen Kopf lachen könntest. Aber weißt du, Pato, jeder hat etwas an sich, das er nicht leiden kann. Ellie sagt, sie denkt, ihre Ohren sind zu groß. Und Baby Pieps wünscht sich eine nicht ganz so komische Farbe. Und was ist mit dir, Pocoyo? Und Pocoyo denkt, er ist zu klein. Ich? Oh, was das Gesicht angeht, bin ich ja perfekt. Nein, im Ernst. Ich glaube, ich bin zu dünn. Aber Freunde merken solche Sachen doch gar nicht. Sie lieben dich so, wie du bist und nicht so, wie du aussiehst. Was denkt ihr? Mögt ihr Pato noch auch ohne seinen Hut? Pato, du hattest heute Mut ohne Hut. Prima. Pocoyo, macht's gut. Bis bald. Baby Pieps stört. Hallo, Baby Pieps. Und hallo, Pocoyo. Hallo. Seht euch das an. Los, wir klatschen alle mal. Was ist, Baby Pieps? Oh, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden so geschickt mit dem Ball spielen sehen? Oh, wirklich. Ein schönes Kompliment. Du meinst, das wäre die fantastischste Konstruktion, die du je gesehen hast? Tja, das ist sicher ein ganz beeindruckendes Bauwerk, aber besser als die Pyramiden in Ägypten? Tja, also, wenn du es sagst, Baby Pieps. Was wird denn das jetzt? Ah, Baby Pieps glaubt offenbar, dass deine Zeichnung etwas ganz Besonderes ist, Pocoyo. Ja, natürlich, es ist Kunst. Hm? Besser als die Mona Lisa? Na ja. Was denn jetzt? Ein roter Teppich? Das gibt's doch nicht. Also für seinen Helden lässt Baby Pieps aber auch gar nichts aus. Ja!
Hallo, Pato. Baby Pieps sagt, du hättest jetzt genug gespielt, Pato. Jetzt ist Baby Pieps dran. Hallo, Elli. Nun wird es aber lustig. Baby Pieps sagt, Pocoyo anzuschieben wäre seine Aufgabe, Elli. Baby Pieps, Pocoyo sagt, er ist jetzt müde. Er spielt später wieder mit dir, ja? Oh, Baby Pieps, hallo! Kann vielleicht einer von euch Baby Pieps erklären, wer oder was Pocoyo so stört? Baby Pieps! Doch Baby Pieps selbst weggeschickt. Möchtest du deinen kleinen Freund wirklich wiedersehen? Dann musst du mal durch dieses Fernrohr sehen. Traurig. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, warum Baby Pieps so unheimlich traurig ist? Er hat Baby Pieps weggeschickt. Er hat gesagt, geh weg. Genau. Aber Baby Pieps wollte doch nur dein Freund sein, Pocoyo. Ah, Baby Pieps. Pocoyo hat das nicht so gemeint, er wollte nur mal für ein Weilchen allein sein. Oh, was ist denn das? Eine Einladung. Da möchte irgendjemand, dass du zu seinem Fest kommst, Baby Pieps. Das war eine sehr liebe Entschuldigung, Pocoyo. Was war das, Baby Pieps? Du sagtest, das war die allerliebste Entschuldigung überhaupt? Prima, Pocoyo. Und was für ein Glück für Baby Pieps. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo und die Liga der außergewöhnlichen Superfreunde. Ah, der Weltraum. Ein Ort voller Geheimnisse. Was ist das? Sieht aus wie ein Meteorit. Wow, unglaublich. Sieht so aus, als hätten wir einen Besucher. Es ist ein wütender Alien. Und du kommst in Frieden, oder? Nein! Fred Fury hat recht. Wir brauchen Hilfe. Wow.
Super! Da kommen unsere mutigen Freunde. Genial. Meine Güte, so viele Anzüge. Wow, Super Pato Magneto. Oh, das gefällt dir nicht? Super Green Pato. Okay, das gefällt dir auch nicht. Super Pato Vintage. Nein, das gefällt dir definitiv nicht. Super Wonder Pato. Nein. Super Professor Pato. Okay, das geht gar nicht. Oh, Super Pato Shadow. Wow, Pato. Das sieht phänomenal aus. Das ist perfekt. Super Pato Shadow. Und hier sind Super Elli und Super Puppe Elli. Und was ist das kleine Ding dort? Das sind Super Nina und Super Roberto. Genial! Alle sind da. Ja, klar, Pocoyo. Du bist super, Pocoyo. Naja, er hat recht. Man könnte auch Super Pato sagen. Super, Pocoyo! Wartet mal, Jungs. Nicht kämpfen. Super, Pocoyo! Denkt dran, wir sind ein Superteam. Hört auf, Jungs. Oh, Gott sei Dank. Elli, kannst du uns helfen, diese beiden zur Vernunft zu bringen? Super rosa Elefant? Leute, hört auf damit. Nina, kannst du uns helfen, den Streit zu schlichten? Kampf? Leute, Fred Fury hat recht. Ihr müsst aufhören zu streiten. Fantastisch. Ein super Raumschiff. Fred Fury öffnet die Türen. Oh nein, das war nicht der Weg nach draußen. Da fliegen sie. Super Pocoyo! Leute, ihr müsst aufhören, euch zu streiten. Denkt dran, wir sind ein Team. Oh, übrigens, wer sitzt am Steuer? Superpuppe? Aber nein. Ja.
Okay, seid ihr bereit zu kämpfen? Elli? Elli! Ah, super Puppe. Alles klar. Jetzt sind wir bereit zu kämpfen. Böses Monster! Wow, das ist ein großer Roboter. Super Pocoyo! Seltsame Geschichte, ich habe kein Skript. Oh. Was für ein komisches Loch. Pato! Pato! Da! Da! Das Loch ist viel zu klein. Sehr gut. Jetzt können wir rein. So können wir den Kampf gewinnen. Okay, das muss der Hauptcomputer sein. Und das sieht wichtig aus, wie eine Art Hebel. Stimmt, Roberto hat recht. Diese Position des Schalters macht den Roboter böse. Die andere Position macht ihn zu einem guten Roboter. No, no.
Das ist es, Nina. Guter Roboter. Es geschafft. Jetzt können wir den Schaden reparieren. Das ist es. Fantastisch. Tschüss, kleiner Alien. Ihr habt es geschafft, Leute. Ihr wart sehr mutig. Ihr seid ein Superteam. Nein, wartet. Ich meine, ihr seid wirklich eine Gruppe von... Nein, ich habe eine bessere Idee. Ihr seid Superfreunde. Nein. Ich hab's. Ihr seid die Liga der außergewöhnlichen Superfreunde. Was um alles in der Welt ist denn das? Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was das ist? Das ist ein Ei, Pato. Das ist ein großes Ei. Ganz genau. Ihr habt recht. Faszinierend. Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Ball? Oh je, aber... Nein, Pocoyo, das hast du ganz falsch verstanden. Weißt du, das ist gar kein Ball. Was Pato da hat, das ist ein Ei. Und schon sehr bald wird mit diesem Ei etwas passieren. Da wird etwas Niedliches aus dem Ei schlüpfen. Jetzt verstehst du auch, warum dieses Ei für Pato so wichtig ist. Oje, es ist soweit. Es ist soweit. Es ist... Es... ist... eine Spinne! Ich sag es mal so, nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleines Entlein. Tja, und einige Leute fürchten sich vor Spinnen, auch vor ganz kleinen Babyspinnen. Ich fürchte, du hast Pato erschreckt, kleine Spinne. Kleine Spinnen sind doch gar nicht so schrecklich, Pato. Und sie scheint dich zu mögen. Da sind Ellie und Pocoyo. Hallo! Oh je, ich sage dir.
Solange die kleine Spinne da ist, werden die beiden nicht mit dir spielen. Sie haben viel zu viel Angst. Kleine Spinne, Papa Pato möchte mit dir ein Spiel spielen. Er will, dass du alle Steine zählst, die du finden kannst. Hm? Ich denke, jetzt kannst du mit Elli und Pocoyo spielen, Pato. Aha, die kleine Spinne hat einen Stein gefunden. Papa Pato sagt, du sollst weiterzählen. Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was die kleine Spinne möchte? Ball spielen! Ja, da habt ihr ganz recht. Sie möchte spielen. Hallo, Baby Pieps! Oh je. Papa Pato sagt, nimm den Stift und male irgendetwas, kleine Spinne. Was ist denn das? Kann jemand von euch, Elli und Pocoyo, sagen, wer dieses hübsche Bild von ihnen gemalt hat? Die Spinne, die kleine Spinne! Das ist richtig. Ah, wie niedlich! Seht ihr? Das habe ich doch gleich gewusst. Irgendwann seid ihr alle die besten Freunde. Prima, Pato. Toll, dass ihr jetzt alle Freunde seid. Macht's gut. Bis bald. Ellis Puppe. Ah, da ist ja unser Freund Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo. Könnt ihr sehen, womit Elli da spielt? Eine Puppe! Puppe! Ja, das ist Ellis Lieblingspuppe. Puppe! Verstanden, Pocoyo? Elli möchte, dass du einen Augenblick auf ihre Puppe aufpasst. Thank you.
Pocoyo? Was machst du denn da? Pocoyo? Ui! Du solltest Ellis Puppe besser nicht so durch die Luft werfen. Wirklich? Nein! Oh, Pocoyo, beruhige dich doch wieder. Du musst Ellie erzählen, was passiert ist. Sie wird sich zuerst natürlich ein bisschen aufregen, aber dann, am Ende, wird sie dir verzeihen. Ah, Ellie, da bist du ja. Hör mal zu, Ellie. Also, wegen deiner Puppe, ja, da, naja, das, sagen so, das, nein, das, Pocoyo, du musst Ellie erzählen, was passiert ist. Schaut mal, da ist Pato. Nanu, was war denn das? Ellie, Pato, es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Tja, und was willst du jetzt machen, Pocoyo? Könnt ihr vielleicht helfen? Was muss Pocoyo tun, damit es Ellie wieder besser geht? Was muss er sagen? Entschuldige bitte, Ellie. Entschuldige. Aber Pocoyo, meinst du nicht, es wäre wesentlich einfacher gewesen, gleich die Wahrheit zu sagen? Es ist immer besser, einem Freund gleich die Wahrheit zu sagen. Glück gehabt, Pocoyo. Klasse, Ellie. Macht's gut. Bis bald. Überraschung für Schlummerpieps. Hallo, Schlummerpieps. Oh, entschuldige bitte. Schlaf ruhig weiter, Schlummerpieps. Ah, hallo, Pocoyo. Hallo. Ah, du willst wohl heute deine Freundin Schlummerpieps besuchen, nicht wahr? Ich fürchte, sie schläft mal wieder. Das kennen wir schon. Warte mal. Jetzt wacht sie auf.
Nein. Aber da ist ja noch etwas. Ah! Du meine Güte. Das war aber knapp. Ball! Pocoyo, also, das hier ist jetzt kein, Danke, Pato. Ball! Ja, richtig. Ein bisschen sieht es wie ein Ball aus, aber die Form ist etwas anders. Ah, ich weiß etwas. Könnt ihr vielleicht helfen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Ei, ein Ei! Was ist das Ei, Pocoyo? Ei, Ei, ein Ei! Puh, so ist es besser. Eier können schnell kaputt gehen, wenn man nicht aufpasst, Pocoyo. Kannst du dir vorstellen, was in diesem Ei drin ist und darauf wartet, herauszukommen? Ja, Pato weiß es. Da ist ein ganz kleiner Vogel im Ei. Ein Babypieps, Pocoyo. Baby? So ist es. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schlummerpieps die ganze Zeit schon ein Ei ausbrütet. Das Ei gehört schnell wieder nach oben in Schlummerpieps Nest. Zu seiner Mutter. Oh wei, du fängst es am besten schnell wieder ein, Pocoyo. Wenn Schlummerpieps aufwacht, macht sie sich bestimmt große Sorgen. Ui, da hüpft es. Fang es, Pocoyo. Pato, gleich hast du es. Nein, jetzt kommt es von dort. Schneller, schneller. Pato, es ist hinter dir. Du meine Güte. Puh, gut gemacht. So, jetzt müsste uns nur noch Schlummerpieps hören. Schlummerpieps? Schlummerpieps! Schlummerpieps hat einen sehr gesunden Schlaf. So schnell wacht sie wohl nicht auf. Tja, dann müssen wir einen Weg finden, das Ei selbst ins Nest hinaufzubringen. Ich fürchte, höher geht es nicht, Pocoyo. Jetzt könnte uns nur jemand helfen, der größer ist. Aber wer? Wer wäre groß genug, um uns zu helfen? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen? Ey! Das ist richtig. Sehr gut. Genau das braucht ein Ei. Ein warmes Nest. Gut gemacht, Poco. Da passiert etwas mit dem Ei. 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 Bleib ganz ruhig, Pocoyo. Komm ruhig ein bisschen näher heran. Das darfst du nicht verpassen. Ja. Es ist ein kleiner Schlummerpieps.
Oh nein, das ist wohl eher kein Schlummerpieps. Das ist ein, was auch immer. Auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als hätten wir einen neuen kleinen Freund. Wir werden ihn noch oft sehen, falls er sich nicht versteckt. Na denn, macht's gut und bis bald! Überraschung! Verzeihung, aber hat vielleicht jemand von euch Pocoyo gesehen? Entschuldigung, hat zufällig jemand Pocoyo gesehen? In Ordnung. Aber warum müssen wir denn flüstern, wenn ich fragen darf? Wir stören doch keinen. Da ist ja Pocoyo. Und alles ist geschmückt. Wollt ihr Pocoyo schmücken? Ein Kuchen? Was soll das nur bedeuten? Pocoyos Freunde haben etwas vor. Mit Pocoyo, einem Kuchen, einem Hütchen, mit Ballons und Tanzen. Kann vielleicht einer von euch erraten, was Pocoyos Freunde vorhaben? Ein Fest! Ein Fest? Aber er hat doch heute gar nicht Geburtstag, oder? Warum wollt ihr aber dann ein Fest für Pocoyo machen? Ah, verstehe, um ihm zu zeigen, was für ein besonders guter Freund er ist. Das muss ich ihm sofort erzählen. Was denn? Was ist denn nun schon wieder? Ah, ich soll Pocoyo nichts davon erzählen. Nein? Moment, jetzt habe ich's. Das soll eine Überraschung werden. Da kommt Pocoyo. Keine Angst, ihr verschwindet schnell und bereitet alles vor, während wir hier Pocoyo ablenken. Tja. Hallo, Pocoyo. Hallo. Suchst du irgendetwas? Was suchst du denn? Freunde. Oh, oh. Ich meine, oh, du suchst deine Freunde. Also, ich habe sie gewiss nicht gesehen. Niemanden. Nicht einen. Freunde? Wenn deine Freunde nicht hier sind, Pocoyo, dann könnten wir doch... Pocoyo? Pocoyo sucht seine Freunde. Da sollten wir lieber schnell losgehen und sie warnen. Ach, seht mal. Patto und Schlummerpieps backen einen Kuchen. Sie haben Milch und Eier und... Ei. Patto, Schlummerpieps. Pocoyo kommt. Ja, sieh dir das mal an. Eier und Milch und eine Schüssel. Was will Pato denn damit tun? Wahrscheinlich nichts. Gar nichts. Nein, nein. Freunde! Siehst du? Keiner hier. Nicht einer. Also kein Grund, hier weiter herumzusuchen. Ich sag dir was. Wir machen jetzt einen schönen, langen Spaziergang und... Elli? Oje. Oh, das war knapp. Die Luft ist rein. Pato, ich glaube, er ist weg. Oh nein, Pato, pass auf! Was machst du denn schon wieder hier, Pocoyo? Wolltest du nicht zu Elli gehen? Elli! Das war aber wirklich knapp. Jetzt kommt schnell! Wir müssen Elli warnen, bevor Pocoyo sie findet. Ah, schön. Elli und Lula schmücken alles für das große Überraschungsfest. Wir haben es gerade noch geschafft. Elli, schnell, Pocoyo kommt!
Nein, Pocoyo. Hier ist weit und breit kein Elefant. Ist hier nicht. Überhaupt nicht. Ah. Er ist weg. Ah, ich kann es gar nicht erwarten, unseren kleinen Freund Pocoyo zu überraschen. Oh nein, was ist denn jetzt los? Sei doch nicht traurig, Pocoyo. Hey, ihr da. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wo seine Freunde sind? Hinter dir! Es gibt doch nichts Schöneres, als einen Freund mit einem Fest zu überraschen. Einfach nur so. Nur weil man ihn mag. Toll, Pocoyo. Gut gemacht, Freunde. Es lebe die Überraschung. Einfach nur so. Macht's gut. Bis bald. Hühner stehen auf mir. Guten Morgen, Pocoyo. Hi. Du gehst etwas spazieren, ne? Hühnereier. Wie seltsam. Ich frage mich, wo ihre Mutter ist. Ah, welch ein Wunder! Aber wo bleibt die Mutter? Du kümmerst dich besser um sie, bis die Mutter zurück ist. Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, Pocoyo kümmert sich. Sie dir nicht weglaufen, Pocoyo. Man sollte ihnen zeigen, wie man auf einem Ast sitzt. Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du ein wenig Hilfe brauchen. Willst du, dass Pato dir hilft? Nicht Pato! Ellie hilft Pocoyo. Ellie? Die wird bestimmt eine gute Mutter sein. Kannst du Pocoyo helfen, auf die Küken aufzupassen? Das ist aber seltsam. Da hat jemand die Küken in Reihe und Glied gebracht. Aber wer nur? Es ist Pato! Was für eine Überraschung! Du bist eine bessere Hühnermutter, als wir gedacht haben. Unglaublich! Du hast es geschafft! Was nun, Pato?
fliegen, aber Hühner können nicht fliegen. Unglaublich! Du verstehst dich so großartig auf Küken. Du bist voller Überraschungen, Pato. Und jetzt? Was hat er jetzt vor? Oh nein, Pato! Wo sind jetzt deine Küken hin? Ah, ihre Mutter hat sie endlich gefunden. Pato, die Küken gehören zu ihrer Mutter. Armer Pato, vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ah, da sind wir, Pato. Schlafe gut. Es sieht so aus, als hättest du Freunde fürs Leben gefunden. Ah, wie schön. Gute Nacht, Pato. Und gute Nacht euch allen.